So, herzlich willkommen. Wir werden jetzt mal ein kleines Mindtest-Let's Play machen. Das wird kein Haupt-Let's Play oder irgendwas. Wie gesagt, mit den eigentlichen Mindtest-Let's Plays geht's weiter, sobald ich Glasfaser habe. Das Jetzt ist genauso wie die Eurotruck-Simulator-Aufnahme. Nur erstmal zum Testen, ob das Ganze so mit meinem Aufnahmesystem funktioniert, weil ich ne, ab dieser Folge jetzt aktiv mit 4K bei 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen werde. Und das halt ohne Capture-Karte, sondern halt über Software. Und da will ich mal gucken, wie gut das Ganze läuft. So, dann gehen wir auch direkt mal rein in die. Oder? Haben wir eigentlich ein Mindtest Let's Play irgendwie? Habe ich da was Lokales? Nee, ne? Diese Musik von Minecraft 5 ist so nervend. Kann ich die Scheiße irgendwo deaktivieren? Spiele. Minecraft 5. Audio. Nö. Oder die haben es irgendwo anders versteckt. Das kann natürlich auch sein. Die Schrift ist halt doch sehr klein, ne? Mit 4K. Aber wieso eigentlich? Warte mal. Hä? Der ist doch mein Record-Profil. Hatte ich es hier nicht angepasst? Wie lange ist denn die. War die letzte Mindtest-Aufnahme, also das letzte Mindtest-Let's Play doch mit meinem alten Rechner? Habe ich mit dem Rechner hier noch gar nichts aufgenommen? Das ist natürlich interessant. Achso, ich mache mal hier ein bisschen. So. Es sieht tatsächlich 1 zu 1 gleich aus. Das heißt, ich muss mal hier ein bisschen mit dem Scale hochgehen. Erstmal hier Vollbild, Vollbild da. So, Autoscale Mode. Feld ausrichten. Achso, nee, das ist nicht das, was wir suchen. Ach, gucken wir mal nach DPI. Bö. GUI. Scaling nennen sie das. Okay. Aber das hat man schon gesehen, das war nicht so geil, ne? Das hat nicht so gut gearbeitet. Ja, doch, es geht tatsächlich. Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr groß. Genau, das war, glaube ich, auch immer das Problem, dass die. Guck mal, wie viel hier drüber frei ist. Die Schrift ist so super klein und die Felder sind so riesig groß. Das haut irgendwie nicht so ganz hin mit diesem Scaling. Keine Ahnung, was die hier falsch machen. Ich meine, gut, hier ist. Warum ist das so? Warte mal kurz. Ist hier irgendwas komplett verstellt? Font Size. Wenn ich jetzt die Schriftgröße verändere, speichern. Ja. Die Frage ist, warum ist das alles so komisch? So unproportional. War hier ein bisschen so. Ja, jetzt passt die Schrift rein, aber jetzt sieht alles viel zu groß aus. Da haut irgendwas nicht so ganz hin. Ich meine, ich muss dazu sagen, die Config von mir, die Mindtest-Config, ist halt schon uralt. Die habe ich schon seit Mindtest 0.4.17 und habe die halt immer weiter mitgeschleppt. Kann natürlich sein, dass jetzt durch die ganzen Mindtest-Updates die Config mittlerweile so vergriesgnaddelt ist, dass da einige Sachen nicht mehr so zusammenpassen. Nee, das ist auf jeden Fall zu klein. Ich gehe mal bei meinem Let's Play-Ding auf 32. Das sollte für 4K am ehesten passen. So, haben wir irgendein Let's Play-Spiel? Ja, haben wir. Nice. Mal gucken, was wir da gemacht haben. Oh ja, ist schon sehr alt.
So, wir haben hier gar nichts. Oh ja, die gesamte Welt muss noch konvertiert werden. Da sieht man überall im Hintergrund, wie die Sachen sich nachändern. Lol, die Welt ist rot. Ist ja süß. Okay. Sehr interessant. Vor allem endet es jetzt hier auch gar nicht mehr. Interessant. Da hat das geändert, hier nicht mehr. Bekommt uns auch nichts. Logisch. Ach ja, vielleicht ist das. Oh Gott, vielleicht ist die Welt noch so alt, wo das hier tatsächlich. Ne, es ist ja. Bei Minecraft ist es ja so, also bei meinem Klon, dass das hier dieses MCL Grass ist und das hier auch MCL Grass ist, aber mit einem anderen Farbwert. Und vielleicht ist die Welt noch aus der Zeit, wo das hier tatsächlich dieses MCL Dry Grass ist. Also komplett anderer Block. Und dass das halt mittlerweile so alt ist, dass das nicht mal mehr konvertiert werden kann. Das wäre natürlich sehr traurig. Weil dann ist nämlich die Welt hier vorbei. Aber vor allen Dingen, wieso ist mein Inventar leer? Haben wir mit der Welt nie gespielt oder habe ich hier als Walker gespielt? Ah ja, tatsächlich. Als Walker haben wir hier gespielt. Okay. Das war laut. Ja, das. Ah, Gott, stimmt ja. Da kann ich mich sogar noch erinnern. Nice, hier funktioniert doch alles. Hier ist alles bereits abgedatet. Cool. Ja, hier wie gesagt, diese kleinen 4K-Artefakten. Ah ja, hier unten auch. Sehr suspekt. Wüsste ich gerne, woran das liegt. Well, warum ist da vorne Obsidian? Kommt denn der Scheiß her? Nö, dauert mir zu lange. Da geht's weiter. Aha. Was habe ich denn hier gemacht? Okay. Also kleine Höhlenerkundung hatten wir damals auch schon gemacht. Das ist sehr schön. Tja, leider sind meine ganzen Server down, so lange bis das Internet wieder funktioniert. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich für den Test hier meine ganzen Server wieder aktivieren, dass ich drauf zugreifen kann, aber das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Nicht wirklich. Schnauze. Warum geht diese Tür nach rechts auf? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Schon besser. So, wie das denn hier aus? Da haben wir ein bisschen was. Aha. Oh, hier flackert die Linie. Oh mein Gott, da flackert ja. Okay, ein paar Sachen hatten wir doch schon.
Vor allen Dingen ist die Bitrate. Okay, gut, jetzt wird es gerade noch Nacht. Aber die Bitrate ist aktuell tatsächlich sogar relativ. Warum ist hier oben offen? Interessant. Die Bitrate ist tatsächlich relativ niedrig. Oh. Hab gerade abgebrochen. Schlaf abbrechen. Kannst du nicht früher Schlaf überspringen? Oh ja, wer weiß. So, das sieht doch schon besser aus. Ja, okay, jetzt ist auch die Bitrate direkt wieder höher. Jetzt habe ich 10.000 bis 25.000 Kilobit. Und teilweise auch schon 30 Kilobit pro Sekunde. Ja, aber so im Großen und Ganzen, ich meine, wie sieht denn unser FPS-Wert aus? Wir haben 60 FPS durchgehend. OBS hat auch 60 Bilder pro Sekunde durchgehend. Das sieht also auch schon mal gut aus. Das sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus. Oh, guck mal. Wer ist denn da? Hallo. Warum Emerald? Das ist Smaragd. Hast du was Sinnvolles? Ja. Ah, wir haben sogar noch Gammelfleisch dabei. Lol. Und wir haben ein Bett dabei. Warum das denn? Interessant. Oh Gott, Lederrüstung. Eieieiei. Wie konnte man Sicht wechseln? Ach, so. Oh, das haben die auch schon mit dem. Okay. Ist natürlich ich reite ein Schaf. Oh Mann. Ich kann einfach durchlaufen. Was ist denn hier los? Okay. Gut, dann kann es mit dem Reiten sowieso nichts werden. Wenn ich einfach durchlaufen kann. Ja, tatsächlich. Hä? Jetzt kann man durch die Tiere durchlaufen. Was denn da kaputt? Ah, ja, wer weiß das schon. Gut, da vorne ist, müsste der Strand sein. Ja, genau. So, wenn ich mal hier bin, dann kann ich gleich noch ein bisschen. So, nein, so. Ganz schön laut, ey. Holy moly. Mit dem Audio muss ich aber echt nochmal gucken. Ich meine, ich kann ja zumindest mal hier erstmal auf die Hälfte runtergehen. So. Brr. Es sollte jetzt nicht mehr ganz so laut sein. Das sieht schon besser aus. Ah Gott, diese schwarzen Viecher machen hier schon wieder alle durcheinander. Guck mal her. Jetzt wirst du weggeklatscht. So, komm mal mit. Macht der Hund hier? So, komm mal her. Wo ist denn der hin? Ach klar, in meinem Haus. So. Hast genug kaputt gemacht hier.
Machen wir mal ein bisschen was hoch hier. Dann ernten wir mal das Feld. Die Hälfte im Wasser gelandet. Ach so, ja, weil ich Stroh in der Hand habe. Folgt mir jetzt zur Zeit des Pferd hier. Déjà vu, honest feeling has been before. So. Ne, ich brauche mal eine Axt. Habe ich keine. Da machen wir es mit der Hand. Schon wieder einer? Aber wo kommen die alle her? Ist hier ein Dorf in der Nähe oder was? Oder spawnen jetzt einfach so? Was ist hier los? Hängt mein Test schon wieder hinterher? Nö, eigentlich nicht. Oh, ist ein Stein. Oder ist die Melone so schnell nachgewachsen? Kann das sein? Stimmt, klar. Kann auch sein, dass das Melone gerade einfach nachgewachsen ist. Okay. Dachte gerade schon, mein Test hängt hinterher. Oh, eine Spinne. Da ist eine Spinne. Da. Muss ich darauf achten, dass ihr die auch sehen könnt, ne? Wobei mir gerade auffällt, ein Teil der Schrift oben ist auch für euch abgeschnitten. Nicht, dass irgendwas Wichtiges stehen würde. Ich meine, alles, was wichtig ist, ist ja hier das da. Und normalerweise mein Test Let's Play, also wenn ich klassisch auf dem MyTavern spiele, da seht ihr das ja sowieso nicht. Ne, da ist ja das so. So. Von daher müsste da oben eigentlich, dürfte da oben eigentlich nichts sein, was irgendwie wichtig ist. Wo ist meine Erde? Ach, du da weg. So. Alter, was diese gucken. Hatte ich das nicht deaktiviert gehabt? Einstellungen, alle Einstellungen, Spiele, mein Klon 2. Habe ich hier zweimal, danke dafür. Mobs. Griefing, wo ist ein Griefing? Da, Mobs Griefing ist deaktiviert, genau. Und bei dem hier. Mobs Griefing ist auch deaktiviert. Aber warum machen. Ach genau, die Endermänner hießen die Dinger. Warum griefen dann die Endermänner? Sehr suspekt. Sehr suspekt das Ganze. Ja. Ah, ich finde ja auch schon wieder was. Da. Komm mir gerade vor, wie so ein Mensch geworden ist, die Fragmentierungsprogramm. So, jetzt sieht alles einigermaßen ordentlich wieder aus hier. Sehr gut. Hier vorne. Überall Löcher. Endermänner sind voll Kacke. Ganz viel Kakao. Aber da wäre schon, glaube ich, mehr als genug. So, ich räume mal hier mein Inventar ein bisschen aus. So, packen wir erstmal einfach alles rein, was wir haben. Wobei, nee, du kommst wahrscheinlich in ein extra Ding. Du kommst da unten hin, nehme ich mal an. So,
Haben wir hier Wertsachen drinne? Nee, aber Essen und so ein ganz Gedingsgedöns. Da kommt der ganze Scheiß also mal rein, schätze ich mal. Das kommt da mit rein und das kommt da mit rein. Aber guck mal, hier ist auch Gold mit bei. Aber haben wir keine Roherze? Hä, wo sind denn die ganzen Erze? Habe ich hier keine Erze oder was? Oh, wow, Annie. Genius. Ah, die sind in den Öfen drinne. Oh, wow. Das erklärt einiges. Gut. Dann, schmeißen wir euch mal hier mit rein. Nee, das ist dumm. Machen wir hier mit rein. Ja, deswegen habe ich normalerweise immer vier Kisten. Hier habe ich nur drei Kisten und schon werde ich schon komme durcheinander. Was ist denn hier für ein Scheiß drin? Ihr seid doch komplett falsch. So, hier haben wir noch zwei Kisten. Ich baue am besten einfach mal die Kisten irgendwo hin. Zum Beispiel. Also zum Beispiel. Oder aber. Also eigentlich. Ja. Könnte ich die Kiste einfach links verschieben? Dann würde der, also wenn ich jetzt das Ding hier abbaue, dann würde der ganze Stuff hier wegfliegen. Oder ich nehme es mir jetzt schon in die Hand, dann kann es nicht wegfliegen. Wenn ich jetzt die Kiste abbaue, die rechte Hälfte, oder wird in die ganze Kiste abgebaut? Wie war denn das? Bei meinem Test war es auf jeden Fall so, also bei meinem Test Game, dass denn nur die untere Hälfte gedroppt wird. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie es bei meinem Klon war, ob das da auch so war. Weißt du was? Wir können da mal, wir können ein bisschen experimentieren. So, du kommst nach da. Aber ich jetzt die Hälfte abbaue. Ah, genau. Wird nur die rechte Hälfte gedroppt. Sehr schön. Das klappt also. Jo, dann wirst du jetzt abgebaut. Perfekt. Dann kann ich dich da hinbauen und hier die nächste Kiste hinbauen. Perfekto. So, das heißt, hier kommt dann wieder Lebensmittel rein. Und dann können die Erze kommen hier raus. Alles, was so Rohstoffe und so sind, kommt raus. Ja, das hier hat eigentlich nichts drin zu suchen. Das hat hier nichts drin zu suchen. Das hier auch nicht. Das hier auch nicht. Ja, mache ich gleich. So, Rohstoffe kommen erstmal hier rein. Ja, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Ordnung. Du kommst mal nach da. So, du bist Krimskrams. Genauso wie du. Habe ich hier Rohstoffe oder sowas? Ja. Du kommst hier raus. Okay. Du kommst da raus. Dich packe ich da mit rein. So, ihr kommt auch mit rein. Ja, komm, den Scheiß nehmen wir ja auch gleich mal mit raus. Bevor ich hier noch bekloppt werde. Das kommt alles hier rein. So, das Essen. Das kommt auf jeden Fall alles noch mit da rein. Das auch. Erstmal hier mein Inventar leer bekommen, sonst gehe ich hier gleich am Stock. Holzkiste habe ich auch keine. Fuck my life. Normalerweise habe ich doch immer nur vier Kisten. Oder? Nee, stimmt. Vier Kisten habe ich. Genau, Holz habe ich hier mit drin. Genau. Eben. Wenn ich Holz extra habe, habe ich ja mal fünf Kisten. So ist ja meine Ordnung. So, da kommst du auch noch mit rein. Ja, das sieht doch jetzt schon mal wesentlich sortierter aus. So, ist hier alles richtig? Ja. Ja. Yep.
Und hier dürfte jetzt nur noch Krimskrams drinne sein. Jedoch, gut, dann nehme ich jetzt wieder mein Schwert und meine Axt in die Hand. Die Dinger nach da und dann haben wir alles aufgeräumt. Achso, siehst du? Ich schmeiß euch nochmal da rein, damit ich hier jetzt ganz Zeug hochnehmen kann. Lalalala. So. Perfekt. Ach komm. Sehr schön. Achso, hier oben sind auch noch. Ach komm. So. Bam, bam. Easy. Weißt du was? Gebratenes Fleisch packen wir mal extra. Alter, wie viel Fleisch wir haben. Also in dem Spiel sind wir definitiv kein Vegetarier. Das steht schon mal fest. Irgendwie so, keine Ahnung. Schnauze. So, er will Kohle. Eine Eisenschaufel. 4. Oh, halt. 5 Emerald. Alter, ich brauche ja 100 Kohle dafür. Bist du denn bekloppt? Weißt du, was meine Antwort darauf ist? Weißt du, was doch meine Antwort ist? Meine Antwort. Die rennen ja nicht mal weg. Sind die dumm? Verdient gestorben, würde ich mal sagen, ne? so, wird schon wieder dunkel. Spiel am Bett. 1 von 1. I'm the only one. So. Das ist auch ein richtig schöner, runder Baum. So wirklich so perfekt rund. Einfach wie so ein Lolli. Ja, normalerweise hier da unten die ganzen Bäume sind so ein bisschen mehr eckig, aber der ist wirklich so perfekt rund einfach. Der ist schon schicki, Micki. So, bevor hier irgendwelche Tiere reinlaufen. Ach, siehst du, genau, ich wollte ja noch gucken, was hier oben eigentlich abgeht. Okay, da haben wir noch Bricks oder die Dinger. Ja, achso, da oben haben wir auch noch. Aber wisst ihr, kommen wir nehmen einfach die beide hier. Fällt. Oh, da unten bitte. Fällt er hier nicht auf, wenn ich nämlich einmal so und so mache? Tada! Hä? Der ist falsch rum. Ach, die Treppen sind ja immer zu einem, nicht von einem weg. Ich schon wieder. Scheiße, jemand dann. Das war genau falsch rum. Also, kriege ich die andere? Nee. Nee. Und Schraubendreher oder sowas gibt es hier auch nicht, ne? Haben wir nicht. Nee, haben wir nicht oder gibt es nicht? Eins von beiden. Nee. Ja. Das sieht hier echt ein bisschen dämlich aus, oder? Oder was ich machen kann, ist, ich klatsche die einfach. So hier hin. Ja, eben, so wird ein Schuh draus. Jawohl, ja. Da läuft doch. Tada. Ja, easy. Genau so muss das sein. So, gucken wir mal, was hier draußen abgeht. Oh, ich habe vergessen, neue Saat zu sehen. Upsili. Kann ja mal bei ist schon wieder einer. 17 Fleisch für einen Emerald und sonst hast du gar nichts. Wirklich lukrativ sind die nicht, oder? Saatgut. Hä? Warum ist hier Saatgut drin? Alles durcheinander hier schon wieder. Da guckst du einmal nicht hin und schon ist alles durcheinander hier. So, wir brauchen. Alter. An die neue Maus muss ich mich erstmal gewöhnen, ne? Also hier an die, Sensitivity in meinem Test.
Habe schon eine Ewigkeit kein Mytest mehr gespielt. So, 23, du, ja, wird auf jeden Fall reichen, aber sowas von locker. Also 3, 23, das ist ja, das reicht ja für alles und noch mehr. Bleibst du bitte draußen? Nein, gehst nicht rein. Mein Haus. Ich verteidige es mit meinem Schwert, wie du gerade gespürt hast. So. Ey, die Tiere haben alle keine Kollisionen mehr. Okay. Ich weiß, es ist natürlich praktisch, so könnt ihr einem nicht mehr im Wege rumstehen, aber seltsam ist es schon. Und realistisch garantiert auch. Okay, anklicken kann man, also durch sie durchklicken kann man trotzdem nicht. Also im Weg stehen können sie einem also doch noch ein bisschen. Aber nicht mehr so sehr wie früher halt. Warum ist hier Obsidian? Was habe ich denn hier früher gemacht mit dem Spielstand? Da ist schon wieder einer. Da war Spawn jetzt hier einfach so random. Ich dachte, die spawnen nur in, wenn so eine, wenn so eine, so eine Dixiebums in der Nähe ist, hier so eine City. Wassermelonen wachsen echt verdammt schnell. Hau ich jetzt ab oder nicht? Mal komm. Sieht schon scheiße aus. Das dauert einfach viel zu lange. Na gut. Okay, dann soll es so mit der Folge auch erstmal gewesen sein. Was wir mal in der nächsten Folge probieren können, ist ja mal Mindclone 5. Der Nachfolger von Mindclone 2. Ne? Gut, Programm beenden. Danke. So. Ja, da soll's das. Alter, mein Bart sieht auch schon wieder aus wie 3 Tage nicht gemacht, was auch so ungefähr hinkommt. Ja, okay. Genau, dann soll's erstmal dabei gewesen sein. Dann, ja. Genau, bis denn.